Guten Morgen, Sommergewitter und Gewitterinnen. Es ist Donnerstag, mein Bart ist außer Kontrolle und auf meinem Instagram-Kalender war heute ein Hund. Es ist ein guter Tag. Zeit für ein Video. Was ist mit Dr. Alvesen los? Es kommen plötzlich so viele Videos. Hat ihm jemand gekidnappt und zwingt ihn, Videos zu drehen? Nein, mich hält niemand in seinem Haus gefangen und zwingt mich dazu, Videos zu drehen. Ich mache das hier aus freien Stücken. Ich liebe es. Helft mir. Mehr Videos, Sklave. Oder ich habe halt einfach gerade Zeit und Bock. Los, weiter. Nächste Frage. Ja, ja. Dr. Alvesen, warum essen manche Menschen ihre Popel? Natürlich mache ich das nicht. Hust, hust. Nee, ehrlich, das ist eklig. Oh ja, das ist eklig. Laut einer Studie popeln 91% aller Menschen heimlich. Natürlich mache ich das nicht. Hust, hust. Und nicht nur gilt Popeln als die effektivste Methode der Nasenreinigung bei hartnäckigen Verkrustungen. Die Popel zu essen soll sogar gesund sein. Popel. Deiner Gesundheit zuliebe. Weil die darin enthaltenen Bakterien das Abwehrsystem zur Produktion von Antikörpern anregen und so wie eine natürliche Impfung wirken. Warum die Gesundheitsindustrie das noch nicht entdeckt hat? Aktipopel aktiviert Abwehrkräfte. Aber keine Angst, du musst dir jetzt nicht die teuren Aktipopel kaufen. Das meiste Nasensekret verschluckst du schon längst über den Nasenrachengang, ganz ohne, dass du es merkst. Aber das ist eklig. Ich bekomme schon von der Vorstellung ein bisschen Brechreiz. So wie neulich, als ich geträumt habe, ich wäre Wahlkampfberater von Donald Trump. Wir waren zusammen joggen und ich habe ihm gesagt, dass es super ist, wenn er ständig öffentlich diese provokanten Sachen sagt, weil sich die Menschen im Internet dann das Maul darüber zerreißen und das sorgt für Aufmerksamkeit. Dann haben wir beide gelacht wie zwei Schurken aus einem Actionfilm. Dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, dass das ja irgendwie immer so ist. Und dann war da wieder dieser Brechreiz. Ich glaube, es wird Zeit für etwas Werbung. Sponsored, not sorry. 41 Millionen Deutsche leiden an schlechtem Wetter. Gib dich nicht auf. Setz ein Zeichen für besseres Wetter. Sponsored, not sorry. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit unserer crazy Kommentare-Kunst. Ich wollte einen Namen für das Format finden, der eine Alliteration ist, weil man das so macht. Warum machst du nicht mehr rote Kreise und Emojis in das Thumbnail? Der Richter mit der Pfeffermühle ist ein guter Titel für ein Dr. Alvesen-Buch. Findest du? Klingt eher nach einem Samstagabend-Wohlfühlfilm im ZDF. Der Richter mit der Pfeffermühle. Nach einem Buch von Dr. Alvesen. Du hast eine kluge Community und das meine ich ernst, wenn man sich die Kommentare mal ansieht. Hier ist also die winzige, etwa 5% große Seite des Internets, die nicht völlig verblödet ist. Oh ja, danke, willkommen. Aber klar, ja, hier sind die, die nicht völlig verblödet sind. Hüst, hüst! Diese Hirtensöhne! Hüst! Esst ihr eure Popel? Das ist wirklich eklig, aber gesund, so wie Leber. Tschüss und bis bald. Bis sehr bald. Mehr Videos!